Herzlich willkommen zurück bei CSR Automotive. Heute haben wir den VW Golf 7R im Haus. Der bekommt von uns einmal die Cup-Spoilerlippe, dann TCR-Look, Seitenschweller und zum Schluss noch den zweiteiligen Heckflügel. Und wir starten zunächst mit der Cup-Spoilerlippe. So, zunächst überprüfen wir die Passgenauigkeit. Wichtig, alle Teile, die ihr von uns bekommt, zuerst einmal Probe montieren oder dranheben, damit ihr einfach seht, dass das mit der Passgenauigkeit alles 100% stimmt. Prinzipiell solltet ihr diese Arbeiten am besten zu zweit durchführen. Ich zeige euch jetzt hier, wie es auch alleine geht mit den dementsprechenden Hilfsmitteln. Ich habe mal hier einen Getriebeheber dazu genommen, um die Cup-Spoilerlippe grob zu fixieren. Positioniere sie und du die Außenseiten mit einem Stück Panzertape auch nochmal fixieren. So, wie wir sehen, ist hier der Übergang sauber. Auch hier der Abschluss an der Radlaufkante entlang. Sieht wunderbar aus. Als nächstes schauen wir uns nochmal hier vorne die Bereiche an. Das passt also komplett. Wundert euch nicht, wenn ihr ein glanzschwarzes Bauteil bestellt habt und es erstmal matt wirkt. Das ist ein Transportschutz, der auf das Bauteil appliziert ist, damit wir einfach hier keine Kratzer drin haben. So, ich habe mal das Werkzeug vorgerichtet. Prinzipiell bekommt ihr ja in dem Anbauteile-Kit das Ganze entweder mit den Schrauben und Muttern geliefert oder auch mit den Popnieten. Diese Alu-Spreiznähte hier haben natürlich den Vorteil, dass die Montage viel schneller erfolgt. Ne? Das heißt, Loch bohren, ohne irgendwas zu demontieren, Niede ansetzen, fertig. Wichtig ist, dass ihr hier so weit wie möglich nach vorne geht mit der Bohrung, damit der Wind später den Spoiler nicht nach unten ziehen kann. So habt ihr die höchste Gewährleistung, dass das Ganze natürlich auch sauber hält. Auf die Niete macht ihr am besten noch eine breite Unterlegscheibe drunter, damit ihr die bestmögliche Auflagefläche habt. Hier ist es wichtig, hier außen die Bohrungen zu setzen. Die Cup-Spoilerlippe ist nun vollständig montiert und wie ihr seht, sitzt die Bombe fest. Sie liegt überall schön sauber an. Daher haben wir mal das Thema schon mal erledigt. Dann geht es jetzt weiter zu den Seitenschwellern. Die Seitenschweller hier sind komplett im TCR-Look gehalten. Bieten wir nicht nur für den Golf Silver an, sondern schon ab Golf Baureihe 5 haben wir die im Angebot und auch für sämtliche Karosserievarianten. Gegenüber dem Wettbewerb haben wir hier ganz klar einen Vorteil bei der Montage. Wir haben hier eine Auflagefläche im oberen und unteren Bereich, die komplett an den Originalschweller angelehnt ist. Ich zeige euch das mal hier. Im kompletten Bereich liegt der Schweller von uns an, eben auch hier unten. Und genau das ist der feine Unterschied, warum wir hier auch eine saubere Haftung generieren können und auch die Passform einfach ideal ist. Nachdem wir jetzt hier auch die Passgenauigkeit kontrolliert haben, geht es nun weiter, dass wir den Schweller verkleben. Zuerst reinigen wir hier auch die Klebefläche komplett mit Silikonentferner. Und nun tragen wir den Kleber auf. Wir setzen den Schweller jetzt hier an. Für uns ist maßgebend die Kante hier am Originalschweller. Fixieren ihn hier und dann gehen wir nach hinten. Wichtig hierbei ist jetzt, den Kleber mindestens 24 Stunden aushärten zu lassen. Also über Nacht könnt ihr dann quasi am nächsten Morgen das Klebeband entfernen, aber vollständige Aushärtung erfolgt erst nach 24 Stunden. Daher das bitte beachte und ansonsten seht ihr, ging das relativ zügig. Wir sind aktuell dran, noch das Gutachten zu erweitern, um diese Montage später mit dem 3M-Klebeband durchzuführen.
was natürlich dann nochmal bedeutend einfacher für euch ist. Weiter geht's jetzt mit dem Heckflügel. Der Heckflügel ist hier zweiteilig, auch den bietet man unter anderem für mehrere Modelle an und bereits am Golf 6 ist er auch erhältlich. Hier empfehle ich euch auf jeden Fall, den Flügel auf zweimal zu montieren. Das heißt, als erstes das Hauptteil, der große Flügel, und dann im Anschluss den kleineren Part, weil ihr dann einfach viel besser die Möglichkeiten habt, das Ganze zu fixieren und somit einen sauberen Halt zu generieren. Den habe ich gestern Abend schon angeklebt. Der sitzt einwandfrei, passt super. Ist natürlich vor dem Lackierer auch angepasst worden. Dementsprechend gehen wir jetzt weiter an die Vorbereitung für den kleinen Flügel. Den habe ich jetzt hier vorbereitet. Wichtig ist jetzt hier an den Klebepunkten links und rechts außen das Ganze noch etwas anzuschleifen, damit man hier auch nochmal eine saubere Haftung generiere für den Kleber. Mehr muss es nicht sein. Und im Anschluss tun wir das Ganze wieder mit einem Silikonentferner reinigen, um natürlich eine fettfreie Oberfläche zu haben. Das Ganze haben wir vorher am Auto schon gemacht, deswegen können wir jetzt auch hier den Kleber aufbringen. So, und hier wird der Spoiler auch angesetzt. Der Golf 7 ist nun komplett fertig. Wir haben die Kappspoilerlippe verbaut, die TCR Look Seitenschweller und auch den zweiteiligen Heckflügel. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Tipps unterstützen und somit ist auch die nächste Montage recht einfach zu handeln. Wie ihr sehen könnt, haben wir das Fahrzeug jetzt auch direkt gebrandet. Das Fahrzeug ist aus unserem Aufruf entstanden, wo wir Fahrzeuge zur Produktentwicklung gesucht haben. Deswegen schaut immer mal wieder bei uns vorbei und ich würde mich freuen, dass vielleicht euer Fahrzeug als nächstes hier bei uns in der Werkstatt steht. Ansonsten würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Teilt das Video und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns natürlich auf sämtliche Kanäle erreichen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.